Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir machen heute weiter mit meinen Sub-Videos. Das heißt, wir hatten ja schon New Adult Liebesroman und heute kommen wir zu meinem Sub für Fantasy und Taschenbuch. Das heißt, ich habe meine Fantasy-Bücher in Hardcover und Taschenbuch gesplittet, weil das Video sonst ein wenig eskalieren würde. Ich beginne heute mit den Taschenbüchern. Ich habe sie hier wie immer neben mir aufgestapelt. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mit dem ersten. Ich greife wieder von oben nach unten runter. Und das erste wäre Gladiators Love von Azuka Leonera. Ich übe mich an diesem Namen. Irgendwann kann ich ihn auch aus dem Kopf aufsagen. Wer sich gut erinnern kann, weiß, dass ich dieses Buch bei einer Wichtelrunde bekommen habe und seitdem liegt es leider Gottes hier auf meinem Sub. Ich habe es auch noch mit diesem Erstauflagenbuchschnitt bekommen, das finde ich richtig schön. Also der ist nur vorne, der ist nicht oben und unten. Und ich mag halt dieses metallische Design sehr, sehr gerne und ich finde, weiße Bücher gibt es super selten. Deshalb ist es auch so ein kleines Highlight hier in meinem Regal. Ich habe es vor, eventuell demnächst zu lesen, wenn ich den Buddy Read zusammengetrommelt bekomme. Ansonsten würde ich euch jetzt natürlich den Klappentext zum Buch verraten. Tag für Tag muss Erin als Gladiatorin in der Arena kämpfen und die Gunst der Zuschauer gewinnen, denn nur so kann sie als versklavte Vampyr, deren Feuermagie versiegelt wurde, in der Fremde überleben. Was ihr bleibt, ist ihr lodernder Stolz und ihr unbändiger Wunsch nach Freiheit. Um nie wieder einen blutigen Kampf bestreiten zu müssen, fasst Erin schließlich einen schier unmöglichen Plan, bereit sogar ihr eigenes Leben zu opfern. Ausgerechnet Kato, der Leibwächter eines Arena-Betreibers des Landes, bringt ihr zielstrebiges Herz aber ins Stolpern. Von Gladiatoren zu Hexen. Hier habe ich nämlich immer noch Emerald Witches Ahnenmond liegen. Ich habe mir das Buch ja auf der MagicCon gekauft, weil die Laura da vor Ort war und habe es mir signieren lassen. Seitdem liegt es hier, ich habe es noch nicht gelesen, wollte eigentlich dann auch warten, bis der zweite Band erscheint. Der zweite Band ist mittlerweile erschienen, ich habe ihn aber noch nicht gekauft, von daher habe ich auch dieses Buch noch nicht gelesen. Sieben Hexenzirkel regieren die Stadt Seoul. Als der Ahnenmond aufsteigt, neigt sich die Herrschaft des stärksten Zirkels dem Ende zu. Ein Kampf zwischen sieben Auserwählten, einer Hexe aus jedem Zirkel, soll die Nachfolge klären. Die junge Henna aus dem Smaragdzirkel will eine von ihnen sein. Nach einem verhängnisvollen Kuss mit dem Dämon Bobby wird sie jedoch vom Herrschaftskampf ausgeschlossen. Zum Glück, denn die Oberste des Opalzirkels hintergeht und opfert alle verbliebenen Anwärterinnen. Henna flieht, doch um zu überleben, muss sie ausgerechnet dem zwielichtigen Bobby vertrauen. Bleiben wir gleich bei den Hexen. Ich habe nämlich die Cards of Love-Reihe von Nena Tramontani auch noch auf meinem Sub liegen. In der, ich glaube, Bücherbüchse-Edition. Den ersten habe ich ja bei der Nella gewonnen. Den zweiten habe ich mir dann selbst bestellt, weil ich natürlich beide Bücher in der Edition haben wollte. Band 2 habe ich sogar noch in Erstauflage. Hier steht ja Der Zauber der Welt, so heißt das Buch auch. Aber in der Erstauflage steht noch Die Rettung der Welt. Das war nämlich ein Druckfehler und der wurde auch ganz schnell behoben, aber es gibt einige Exemplare, wie zum Beispiel auch mein Buch, bei dem noch ja, zwei verschiedene Untertitel dabei stehen. Und wundert euch nicht, ich habe nur eine Hand lackiert. Ich mache das immer nacheinander, aber habe jetzt tatsächlich keine Zeit mehr gehabt, die zweite Hand zu machen. Für mehr Realität im Interwebs. Aber um was geht es in der Reihe? Ein plötzlicher Todesfall, ein ehrwürdiges Grand Hotel in Venedig, ein Stockwerk, das von seltsamen Schauspielern bewohnt wird, Giulietta, die ihnen die Karten legt und auf der Suche nach Antworten ist, Malvolio, der sie in seinen Bann zieht. Noch ahnt Giulietta nichts von der Gefahr, die hinter seinen Worten lauert, der Gefahr, nicht nur ihr Herz, sondern alles zu verlieren. Ich glaube, ich habe euch den Klappentext schon 180 Mal vorgelesen, aber solange das Buch auf meinem Sub liegt, werdet ihr es wahrscheinlich immer mal wieder auf meinem Kanal sehen. Das nächste Buch habe ich im Januar geschenkt bekommen, verspätet zu Weihnachten, von der lieben Maren, das habe ich euch auch schon erzählt. Maggies Stiefvater haben wir ja gemeinsam gelesen, beziehungsweise die Raven Boys haben wir gemeinsam gelesen und deshalb
hat sie uns ein Weihnachtsgeschenk gemacht, also der lieben Ivy und mir, und hat uns Wie der Falke fliegt geschenkt. Das ist ja quasi so das Spin-off von den Raven Boys, beziehungsweise geht es darum, oder geht es in der Reihe um einen Charakter der Raven Boys, den wir auch alle drei am sympathischsten fanden, glaube ich. Also zumindest ich, und ich habe so auch das Gefühl, die anderen beiden. Und deshalb werden wir das Buch auch irgendwann gemeinsam lesen. Da kann ich leider nicht alleine beeinflussen, wann das von meinem Sub runterkommt. Die Träumer wandeln unter uns und die Geträumten auch. Ronan Lynch ist ein Träumer. Er kann Wunderbares, aber auch Entsetzliches aus seinen Träumen in die reale Welt holen. Jordan Hennessy ist eine Diebin. Je näher sie dem Traumobjekt kommt, hinter dem sie her ist, desto untrennbarer ist sie mit ihm verbunden. Carmen Farouk Lane ist eine Jägerin, die Träumer verfolgt. Denn ihr Bruder war ein Träumer und ein Mörder. Carmen hat gesehen, was Träume einem Menschen antun können und den Schrecken, den die Träumer verursachen. Doch das war nichts im Vergleich zu der Zerstörung, die bald entfesselt wird. Da weiß ich auch gar nicht, wie viele Bände das werden. Da ist aber jetzt auch erst der erste Band auf dem Markt. Das nächste Buch habe ich mir bei Release im Rahmen einer Signieraktion bestellt. Wächter der Runen. Das ist der dritte Band. Den hat mir die liebe Jessie auch unterschrieben. Ich habe allerdings Band 1 und 2 weder zu Hause noch gelesen, also auch nicht als E-Book oder so gelesen. Und deshalb muss dieses süße, kleine, schwere Baby auch noch ein bisschen auf meinem Sub ausharren. Ich fahre lustigerweise heute Mittag zu Jessie, weil ich noch was mit ihr besprechen möchte und wir da ein schönes Projekt, oder sie ein schönes Projekt ins Leben gerufen hat. Aber davon darf ich euch leider noch nicht erzählen. Aber seid gewiss, ich werde davon berichten, sobald es spruchreif ist. Aber jetzt kommen wir zum Wächter der Runen. Ich werde euch natürlich nicht den Klappentext zu Band 3 vorlesen. Also dürft ihr jetzt mit Band 1 vorlesen. Finn ist Kopfgeldjäger und sein nächster Auftrag lautet: Finde die abtrünnige Rarina und liefere sie dem Imperium lebend aus. Für Finn eigentlich keine große Herausforderung. Doch dann stößt er auf immer mehr Ungereimtheiten. Warum sucht das Imperium seit Jahren erfolglos nach ihr? Welches dunkle Geheimnis umgibt sie, dass der Herrscher alles daran setzt, sie lebend zu fangen? Je mehr er über Rarina in Erfahrung bringt, desto stärker regt sich in Finn etwas, das für jeden Kopfgeldjäger das Todesurteil bedeuten kann. Zweifel, ob er tatsächlich das Richtige tut. Bei dem nächsten Buch bin ich tatsächlich auch auf andere Menschen angewiesen, um es von meinem Sub zu befreien. Das Lied der Krähen habe ich irgendwann mal bei der lieben Lou gewonnen. Da sollten wir ein Wunschbuch angeben und ich habe einfach auf meine Amazon-Wunschliste verwiesen. Und da sie ein riesen Krähen-Fan ist, hat sie mir dieses Buch zukommen lassen, auch noch mit diesem schönen schwarzen Buchschnitt. Ich werde mir natürlich jetzt auch noch die neuen Hardcover kaufen zu Lied der Krähen und Gold der Krähen. Die sind nämlich, ich glaube, letzten Monat neu erschienen und ich finde die so unfassbar schön. Natürlich werde ich mir auch noch das Gold der Krähen in dieser Edition kaufen, weil, ja, ich weiß genau, wenn Lou sagt, das Buch wird dir gefallen, dann wird mir das Buch auch gefallen. Von daher ist es auch okay, das in zwei verschiedenen Editionen zu haben, weil, wie heißt es doch so schön, Bücher lesen und Bücher sammeln sind zwei verschiedene Hobbys. Ja, aber worum geht es in Die Krähen und warum kann ich es noch nicht lesen? Ganz einfach, ich lese gerade mit Tatjana und Nella die Throne of Glass Reihe fertig. Und dann werde ich mit Tatjana die Krischer-Reihe weiterlesen. Da haben wir nämlich bereits Band 1 zusammengelesen und werden das natürlich auch fortsetzen. Aber zwei so epische Bücher parallel zu lesen, das geht für mich irgendwie nicht. Ich muss mich dann auf Throne of Glass konzentrieren, was ja auch recht komplex ist. Mit so vielen Namen und Orten und Gegnern und hast du nicht gesehen. Und dann werden wir uns diesem Schatz oder dem Krischer-Universum widmen. Ein Dieb mit der Begabung, aus jeder Falle zu entkommen. Eine Spionin, die nur das Phantom genannt wird. Ein Verurteilter mit einem unstillbaren Verlangen nach Rache. Eine Magierin, die ihre Kräfte nutzt, um in den Slums zu überleben. Ein Scharfschütze, der keine Wette widerstehen kann. Ein Ausreißer aus gutem Hause mit einem Händchen für Sprengstoff. Höchst unterschiedliche Motive treiben die sechs Außenseiter an, die einen gefährlichen Magier aus dem bestgesichertsten Gefängnis der Welt befreien sollen.
Cass Brecker, Meisterdieb und Mastermind, ist nicht der Einzige, der Geheimnisse von anderen verbirgt. Und natürlich steckt weitaus mehr hinter dem Auftrag, als die 6 Krähen ahnen können. Das nächste Buch habe ich mir tatsächlich auf der Frankfurter Buchmesse gekauft und das hat mir die liebe Janina auch unterzeichnet. Da war ich nämlich am Stand vom Drachenmond Verlag und konnte mich natürlich wie immer nicht entscheiden, welches Buch ich mitnehmen möchte. Und da Janina gerade zufällig am Stand war, habe ich mir gedacht, komm, dann fällt die Wahl einfach auf ihr Buch. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Ich glaube, so nennt man das. Ein neues Leben und eine neue Identität. Das ist es, was Katalea braucht, um ihre magischen Fähigkeiten zu verstecken, nachdem ihre Familie einem Verrat zum Opfer fiel. Was sie ganz und gar nicht gebrauchen kann, ist Alistair, der junge Mann mit dem einnehmenden Lächeln und den grellgrünen Augen, hinter denen sich ebenfalls ein dunkles Geheimnis verbirgt. Denn Alistair ist ein Hexenjäger, dazu geboren, um Wesen wie Katalea zu töten. Sie wäre die perfekte Beute, wenn da nur nicht dieses verfluchte Gefühlschaos wäre. Keiner von ihnen ahnt jedoch, dass er nicht der Einzige ist, der die junge Frau jagt. Zu meinem Geburtstag habe ich das nächste Buch geschenkt bekommen und seitdem liegt es hier. Liegt aber auch tatsächlich nicht dran, weil es mich nicht interessiert. Ich meine, ich habe es auf meiner Wunschliste gehabt, also war das auch völlig okay, mir das zu schenken. Ich rede nämlich von Ash Princess. Ich habe allerdings den zweiten Band noch nicht hier und habe in der Community schon öfter gehört, dass man nach dem Ende von Band 1 unbedingt Band 2 griffbereit halten soll. So. Von daher habe ich es noch nicht gelesen, weil einfach Band 2 noch nicht eingezogen ist. Es gibt keine andere Erklärung, warum dieses Buch sonst noch hier liegt. Die Ash Princess Theodosia ist ein Symbol der Schande für Erfolg. Auf ewig zu einem Leben in Asche und Dunkelheit verdammt, fristet sie ihr Dasein als Gefangene am Hof des Kaisers, der einst ihre Mutter vom Thron gestoßen hat. Doch Theo hat einen eisernen Willen und sie hat einen geheimen Plan. Sie wird die Krone ihrer Mutter zurückerobern, koste es, was es wolle. Dieses Ziel kann sie jedoch nur erreichen, wenn es ihr gelingt, die Macht ihres Erzfeindes, des Kaisers, zu untergraben. Und dessen Achillesferse ist sein Sohn. Doch womit Theo nicht gerechnet hat, sind ihre Gefühle für den Prinzen. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich noch 2 weitere Bücher aus der Buchwichtelrunde nicht gelesen habe. Also irgendwie ist da meine Statistik recht schlecht. Ich habe noch 3 Wichtelbücher auf meinem Sub, die Leute ja ausgewählt haben anhand meiner, ja, Wunschliste. That's very sad. Ja, das nächste Buch von meiner Wunschliste, von der Buchwichtelrunde, ist The Witch Queen, entfesselte Magie. Auch in diesem wunderschönen Buchschnitt, auch wenn ich kein so Tribal-Fan bin, aber es passt halt einfach zu dem Rauch hier. Also ich glaube, es soll auch eher Rauch darstellen. Sieht halt ein bisschen tribal-mäßig aus. Aber es ist auch eine Hexengeschichte. Hexengeschichten gehen mir ja immer klar. Und deshalb ist es damals auch auf meiner Wunschliste gelandet. Und ich habe es auch tatsächlich einmal verschenkt. Das weiß ich noch. An eine ganz, ganz liebe Freundin von mir. Die Hexe Andrew will nach einem langen Arbeitstag in der Bar ihrer Tante nur eins. Endlich in ihr Bett. Doch durch eine Verschiebung der Magie landet sie in einem Viertel der Stadt, das sie normalerweise niemals einen Fuß setzen würde. In Lapis Lazuli spielt die Magie schon seit geraumer Zeit verrückt. Doch vor dem Club der Totenbeschwörer fühlt sie sich besonders seltsam an. Dort muss etwas Grausames geschehen sein, für das Andrew plötzlich verantwortlich gemacht wird. Um ihre Unschuld zu beweisen, muss sie mit dem attraktiven Anführer der Beast zusammenarbeiten, der eine ungeahnte Anziehung auf sie ausübt. Aber je mehr Zeit sie mit ihm verbringt, desto näher kommt er dem Geheimnis um die wahre Königin der Hexen. Und Buch Nummer 3, das immer noch auf meinem Sub liegt, ist die 6 Kraniche, auch in der Erstauflagen-Edition, mit dem goldenen Buchschnitt. Da habe ich aber vor, es demnächst zu lesen. Da hat die Ramona schon mit dem Zaunpfahl gewunken, dass sie das Buch auch gerne lesen würde und auch auf dem Sub hat. Also gehe ich davon aus, dass wir das bald zusammen lesen werden. Prinzessin Chiori hat ihre verbotenen magischen Kräfte bisher sorgfältig verborgen. Doch am Morgen ihrer arrangierten Hochzeit verliert sie die Kontrolle über ihre Magie. Ihre Stiefmutter Raikama wittert in ihr eine gefährliche Konkurrentin. Sie verbannt die Prinzessin und verwandelt ihre Brüder in Kranike und belegt Chiori mit einem Fluch. Sobald ein Wort über ihre Lippen kommt, wird ein Bruder sterben. Auf der Suche nach den Kranichen entdeckt Chiori eine Verschwörung mit dem Ziel, den Thron zu übernehmen. Um das zu verhindern, braucht sie ausgerechnet die Hilfe ihres unbekannten Bräutigams.
Das nächste Buch liegt auch schon eine Weile auf meinem Sub. Das habe ich von der lieben Nenia geschenkt bekommen, weil ich es auch auf meiner Wunschliste hatte. Oh Gott, ich sollte mal meine Wunschliste aktualisieren. Nein, aber das ist ein Buch, das will ich unbedingt auch lesen. Es gehört nämlich zum Schattenjäger-Universum. Und da habe ich euch ja eben schon erzählt, dass ich mit der Tatjana erst jetzt Throne of Glass fertig lese, dann die Krähen und dann machen wir bei unserem Shadowhunter Universe endlos Buddy Read weiter. Die Chroniken des Magnus Bane erzählen von, logischerweise, Magnus Bane. Und das ist einfach ein Charakter, der ist mega. Ich liebe ihn, ich vergöttere ihn. Er wird auch in der Serie so schön dargestellt. Also es ist ein richtig angenehmer Charakter. Und über diesen Charakter möchte ich auf jeden Fall auch mehr erfahren. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, wenn wir dann endlich das Buch zusammen lesen. Der schillernde oberste Hexenmeister von Brooklyn hat ein ereignisreiches Leben hinter sich. Sei es die französische Revolution in Paris, der Börsencrash von New York oder das frühe London, Magnus war immer dabei und hatte seine funkensprühenden Finger im Spiel. Keine Frage, dass es dabei auch manchmal riskant wird für den vorlauten und lebenslustigen Draufgänger. Wenn man ewig lebt, muss man sich schließlich die Zeit vertreiben. Da kommt eine kleine Romanze dann und wann gerade recht. Und wenn eine Situation doch mal zu heiß wird, gibt es ja immer noch den alles verhüllenden Zauberglanz. Warum ich mir das folgende Buch gekauft habe, ist für Leute, die mich schon ein bisschen länger verfolgen, wahrscheinlich sehr, sehr offensichtlich. Es ist ein Fuchs darauf abgebildet. Das reicht schon als Argument. Ja, ich habe es gesehen, ich habe die Autorin angeschrieben und habe ein signiertes Exemplar angefordert. Ich habe es natürlich bezahlt, also das habe ich nicht angefordert und gesagt, schenk mir das, sondern ich habe es einfach bei ihr gekauft, weil ich es unbedingt signiert haben wollte. Und der Buchschnitt ist so ein bisschen dunkel, falls ihr das seht. Das ist aber kein Sonderbuchschnitt, sondern das liegt daran, dass sie das illustriert hat. Und so als Trenner gibt es immer so einen kleinen Fuchs. Das ist mega süß und sie hat auch wunderschöne Illustrationen vorne drin. Muss mal gucken, ob ich es gerade finde. War irgendwo vorne. Da ist ein Fuchs. Es ist einfach super, super schön illustriert. Und der Fuchs, der taucht auch immer wieder mal zwischendrin auf. Aber der Klappentext hat mich tatsächlich auch angesprochen. Dann habe ich es allerdings in den Schrank verbannt. Es hat ein anderes Format als meine anderen Bücher. Deshalb steht es ganz unten. Und da steht ein Stuhl davor. Und deshalb liegt es schon ganz, ganz lange auf meinem Sub. Das ist die schlechteste Erklärung aller Zeiten, aber es ist tatsächlich so. Das Buch kam 2020 raus und ich habe es auch relativ zeitnah nach Release gekauft. Ja, ich würde sagen, ich müsste es mal als Prio nach oben setzen. Vielleicht mache ich es auch mal ins nächste Sub-Video. Vielleicht hat einer von euch ja dann Gnade mit mir und sagt, komm, jetzt lies es doch endlich. Aber um was geht's überhaupt? Ich wollte es gerade schon weglegen, aber ich muss euch ja noch erzählen, um was es geht. Brain. Der 17-jährige Etienne ist Thronerbe von Fuchsfels, dem größten Königreich des Nordens. Seit er denken kann, wird er auf Wortgefechte und Feldzüge vorbereitet, aber nicht auf die Schlacht, die er mit sich selbst führt. Der junge Prinz hegt Gefühle für den Bediensteten Noel und seiner königlichen Pflicht, einen Erben zu zeugen, im Weg steht. Deshalb fordert sein Vater, dass Etienne der Liebe entsagt. Genau wie dieses Buch steht auch das folgende Buch ganz unten, weil es ein super seltsames Format hat. The Last Blessed Lichtkuss habe ich, ich glaube, das war eine Chest of Fandom Box, ja, habe ich bei der Chest of Fandoms bestellt. Und wenn ich jetzt mal, ich nehme mal jetzt ein normales Buch, das ist Magnus Bane. Das ist Die Last der Krone. Also das ist größer, also breiter insgesamt. Und dann kommt dieses hier. Und das sieht dann so aus. Das ist sowohl hier breiter als auch hier breiter. Und deshalb sieht das im Regal richtig, richtig doof aus zwischen all den anderen Büchern. Und deshalb ist dieses Buch auch in das unterste Fach gewandert. Und deshalb habe ich das Buch noch nicht gelesen. Aber, wie gesagt, wunderschöner Buchschnitt. Kann man gar nichts sagen. Und der Klappentext ist auch ansprechend für mich. Aber aus den Augen, aus dem Sinn. Ist leider so.
Ellie ist der aufgehende Stern am Chicagoer Schauspielhimmel und trotzdem macht sie das alles nicht glücklich. Warum, versteht sie erst, als sie am Set dem geheimnisvollen Caleb begegnet, der geradezu verzweifelt ihre Nähe zu suchen scheint. Er versucht ihr weiszumachen, dass ihre Welt nur eine von vielen ist und ihre wahre Bestimmung ganz woanders liegt. Ellie ist fassungslos. Ausgerechnet sie soll die Gesegnete sein und einen himmlischen Krieg entscheiden, mein Gott, von dem sie nie zuvor auch nur gehört hat. Aber die Zeit ist knapp und trotz ihrer Zweifel ist Calebs einträglicher Blick äußerst überzeugend. Ich persönlich finde ja, wenn man das ein bisschen kleiner gemacht hätte und hier auch ein bisschen kleiner, dann hätte man es auch ein bisschen dicker machen können. Also irgendwie gefällt mir dieses Format einfach nicht. Und deshalb steht es auch zu Recht unten. Und jetzt muss ich mal gerade was gucken, was mir gerade aufgefallen ist. Die Kapitelüberschriften, die Schriftart, ist fast so wie die Schriftart in meinem neuen Buch. Also bei den Kapitelüberschriften. Finde ich gerade sehr, sehr witzig. Kommen wir zum letzten Buch, das auch ein anderes Format hat und auch da unten steht. Also ihr seht, die Bücher habe ich zusammen aus dem Regal gezogen. Nämlich Animant Crumbs Staubchronik. Das Buch ist von hier gesehen breiter als die anderen. Das heißt, es steht weiter aus dem Regal raus und deshalb muss es leider auch ganz unten im untersten Eckchen verweilen. Aber das ist auch nicht schlimm. Ich meine, irgendein Buch muss da halt einfach stehen und dann stelle ich halt lieber die hin, die unförmig sind, als die, ja, die passgenau sind, nennen wir es mal so. Das Buch habe ich übrigens auch von Ivy geschenkt bekommen und habe es leider noch nicht gelesen. Mir schenkt bald niemand mehr Bücher, weil sie denken, ich lese ja sowieso nicht. Aber ich hab's vor. Ich hab's wirklich, wirklich vor. Kleider, Bälle und die Suche nach dem perfekten Ehemann. Das ist es, was sich Annemans Mutter für ihre Tochter wünscht. Doch Annie hat anderes im Sinn. Sie lebt in einer Welt aus Büchern und bemüht sich der Realität mit Scharfsinn und einer gehörigen Portion Sarkasmus aus dem Weg zu gehen, bis dieser an ihre Tür klopft und ihr ein Angebot macht, das ihr Leben auf den Kopf stellt. Ein Monat in London, eine riesige, vollautomatische Suchmaschine, die Umstände der weniger Privilegierten und eine Arbeitsstelle in einer Bibliothek. Und natürlich Gefühle, die sie bis dahin nur aus Büchern kannte. Ich würde sagen, damit sind wir durch mit meinen Taschenbüchern aus dem Bereich Fantasy. Ich packe sie euch wie immer in die Infobox. Und jetzt bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer habt's fein, habt einen wundervollen Tag und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!